Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Möglichkeit zeigen, wie ihr im Moment die Spezialfahrzeuge per Giftcast to Friends ziehen könnt. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür selbstverständlich einen Freund, der euch das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Ebenso braucht ihr dann halt noch eine MOC, natürlich dann noch ein Spezialfahrzeug, Lagerhaus. Wenn ihr soweit alles habt, dann können wir auch eigentlich schon direkt vorbereiten. Stellt euch einfach am besten eine Faggio oder sowas hinten in die MOC rein. Geht dann einmal hinten in die MOC und steigt dann einmal auf das Fahrzeug drauf. Und dann einmal aus die MOC rausfahren. So, draußen angekommen. Machen wir jetzt einen ganz normalen Giftcast of Friends. Wir lassen unseren Freund einsteigen. Unser Freund sollte sich dann jetzt ins Pausenmenü begeben. Und dort einfach die ganze Zeit verweilen, bis wir ihm schreiben, dass wir hier rausgehen können. Das heißt, er kann so lange jetzt im Pausenmenü drin bleiben, bis wir hinterher in die MOC gezogen werden. So, wir fahren hinter die MOC, drücken Steuerkreuz nach rechts, warten, bis unser Freund abgestiegen ist, fahren dann ein paar Meter zurück. So, dann gehen wir jetzt einmal in die Franklin-Meldung rein für 1-2 Sekunden, das reicht schon. Laufen wir hinter die MOC, gehen dann auf Eintreten mit nahen Freunden und Crewmitglieder, einmal auf Options, auf Kreis, jetzt können wir X bestätigen, kam oben den schwarzen Balken, können jetzt in die Franklin-Meldung reingehen, dort warten wir 3-4 Sekunden. So, das reicht schon, unser Freund wird jetzt in die MOC geladen, das ist auch nicht schlimm. So, als nächstes müsst ihr einfach nur noch mit dem Auto von eurer MOC wegfahren, ja das kennt ihr auch noch vom normalen Giftcast of Friends, einfach so lange jetzt rumfahren, bis ihr in die MOC gezogen werdet. So, bei mir ging es jetzt ein bisschen schneller, das kann auch ein bisschen länger dauern. Wenn wir jetzt hier ankommen, seht ihr, dass wir ohne Spezialfahrzeug dort landen. Ist überhaupt gar kein Problem. Wir gehen jetzt ins Interaktionsmenü, einmal das Outfit ändern, warten bis die Ladeschnecke unten rechts verschwunden ist, gehen dann einmal auf Options und einmal in den Editor. So, im Editor angekommen, gehen dann wieder auf Options, Online und dann starten wir eine Sitzung für Spieler mit Einladung. Seid in der Lobby gespawnt, geht ins Interaktionsmenü, auf mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. So, das persönliche Fahrzeug ist angekommen, ihr seht schon auf der Map, das ist jetzt nicht mehr die Faggio, sondern das ist jetzt hinten der Ramp Buggy. Da hinten könnt ihr es sehen. So, der Ramp Buggy steht. Als nächstes joinen wir jetzt wieder dem Freund in dieselbe Lobby zurück, wo wir auch eben drin waren. So, seid ihr jetzt wieder in der Lobby gespawnt, geht ihr auf Interaktionsmenü, auf mobile Kommandozentrale, persönliches Fahrzeug anfordern. Ja, und als nächstes müsst ihr einfach nur das Fahrzeug in eure Spezialfahrzeuggarage reinfahren und nun ist das Auto euch und dort habt ihr es dann auch abgespeichert. Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.